Hallo meine lieben Let's Play Freunde, Undertaker Gaming Channel, herzlichst beileid, grüß Gott. Ja meine lieben Freunde, Diablo 3 steht mal wieder am Plan. Jeden Tag ein Video in der Kampagne mit dem Hexendoktor Hagul, Level 70, Paragon 721, nach wie vor die Verzauberin und nach wie vor Akt 3. Wir fragen mal nach, was hier der Leutnant Lavail möchte. Aus der Waffenkammer waren entsetzliche Geräusche zu hören. Also ist Tyrael losgegangen, um herauszufinden, was dort vor sich geht. Er hat gesagt, dass ich euch dorthin schicken soll, falls ihr zurückkommt. Ja, der hat natürlich wie immer vollstes Vertrauen zu uns, der Tyrael. Ich weiß nicht, was ist los mit ihm in letzter Zeit. Ich verliere die Kontrolle! Stein scheint jetzt stabil zu sein. Der Zorn der Dämonen wurde gezähmt. Ja, aber für wie lange? Die Zeit läuft uns davon. Wir müssen uns endlich Asmodan stellen. Dann werde ich einen Weg über das Schlachtfeld bis zum Ariad-Krater und zu Asmodan finden. Gut, begebt euch durch das Ariad-Tor. Das machen wir natürlich gleich. Ist ja nicht weit, ne? Ist ja nicht weit. Ich habe die Bastion gesichert. Nun muss ich mich dem Kampf auf dem Schlachtfeld unten anschließen, wo Asmodans Kriegsmaschinen warten. Das Ariad-Tor. Also, wir sind mit dem Feldwebel Palle vor der Ariad-Tor sprechen. Den Göttern sei Dank, ihr seid hier. Ihr müsst diese Ballisten zerstören. Sie lassen die Hölle auf uns niedergehen. Wir halten nicht viel länger stand. Wir konnten nicht standhalten. Es waren einfach zu viele von ihnen. Oh nein! Die Männer fangen an, die Hoffnung zu verlieren. Die Reihen der Dämonen scheinen endlos. Sie kommen ohne Unterlass, ob Tag oder Nacht. Und egal, wie viele wir von ihnen töten, nichts verlangsamt ihren Vormarsch. Wir brauchen Verstärkung. Wir brauchen Hilfe. Zu spät. Wir werden alle sterben. Ihr beeindruckt mich immer wieder. Ja, Susama. Die Brücke ist unsicher. Wir müssen schnell sein. Wegpunkt. Thank you.
seit Stunden. Ich habe nicht genug Mana. Erledigt, meine liebe Verzauberin. Ich schon. So, aber wir suchen da. Ah, jetzt noch was. Ich brauche meine Belagerungswaffen nicht, um euch zu töten. Ihr seid von meinen Armeen umzingelt. Sie werden euch zerquetschen. Ihr konntet mich nicht auf den Mauern der Bastion besiegen und eure Belagerungswaffen liegen zerschmettert auf dem Schlachtfeld. Jetzt hole ich euch, Asmodan. Ich konnte nicht länger untätig zusehen, während ihr euch Asmodan stellt. Viel Zeit ist vergangen, seit ich zuletzt den Nervenkitzel des Kampfes gespürt habe. Die Zerstörung meiner Belagerungswaffen ist unerheblich. Mit jeder Stunde strömen mehr meiner Streitkräfte aus dem Höllenschlund. Schon bald werden sie eure armselige Bastion dem Erdboden gleich machen. Mutige Worte, Asmodan. Aber Worte sind das Einzige, was ihr uns noch entgegenschleudern könnt. Vorwärts! Jetzt treiben wir Asmodans Armee zurück in den verfluchten Krater. Viel Zeit ist vergangen, seit wir eure Klinge neu geschmiedet haben. Nun werdet ihr sie endlich in der Schlacht schwingen können. Ihr ehrt uns, Seraph. Gerechtigkeit hat gesiegt. Okay, haben jetzt wirklich alle alles gesagt. Ja, weil dann können wir ja weitermachen. Nun, zeigt ihm, wozu ihr fähig seid. Hoppala. Hoppala. Ein echter Volltreffer. Echter Volltreffer. Ja.
erholen euch. So, der Leid, jetzt haben wir über die Brücke drüber. Schau mal rein, komm, schau mal rein in das Brückenlager. So groß ist es nicht. Mein Volk ist verloren. In alle Windrichtungen zerstreut. Aber ich werde überleben, solange ihr nur etwas von mir kauft. Kaufen wir wo so. Da, das kaufen wir mal. Das da dann. Und das da dann. Okay, na und das auch noch. Einfach weil es so teuer ist. So, danke, du hast uns sehr geholfen. Eine perfekte Attacke. Wegpunkt. Und dann sollten wir eigentlich schon am Dämonentor angelangt sein. Sehr gut. Eldruin wird das dämonische Siegel zerstören, das dieses Tor beschützt. Dringende Neuigkeiten. Lea hatte eine weitere Vision. Eine Vision von verzerrten dämonischen Türmen und riesigen, widerlichen Herzen, die in ihrem Inneren schlagen. Ich weiß von ihnen. Das sind die Sündenherzen. Asmodan muss sie aus den Tiefen seines Reiches hervorgeholt haben, um seine Legionen zu stärken. Dann werden wir dafür sorgen, dass diese Herzen nicht mehr schlagen. Genau, ich meine, wenn wir schon da sind, Mann, da. Der Herr Ghul, der ist ja auch so. Das Dämonentor, durch das Asmodan die Hölle brachte, ist zerstört. Ich muss die Sündenherzen vernichten, so dass seine Armeen ins Stocken kommen und nur noch der Herr der Sünde verbleibt. Wir irgendwo. Ihr habt eins meiner Spielzeuge getötet. Nun habt ihr meine ungeteilte Aufmerksamkeit. Noch ein Dämon. Sie wird sterben, wie all die anderen auch. Das ist ja eine grenzgeniale Location. Sehr gut. Konstruiert, finde ich. Und bietet optisch einiges, also macht irrsinnigen Spaß, hier zu laufen. Euer Untergang ist besiegt. Könnt diese Monstrosität bezwingen.
Die Geister holen euch. Wir sind eh schon unterwegs. Wir kommen schon. As fast as possible. So, was haben wir da unten? Das wird jetzt da aber grob gefährlich. Ein echter Volltreffer. Da gibt es ein magisches Hilfsmittel, wo man quasi diesen Drehfeuern hier komplett entgehen kann. Man wird gewissermaßen immun dagegen. Leider benutze ich das nicht. Armen Dinger leben ein Leben endloser Qualen. Schatzgoblin, da oben ist er. Daumen halten, Leute. Schade. So, irgendwie, ich kann mir das nicht abwenden, dass ich da wirklich schön brav rundherum laufe, bevor ich quasi in die nächste Ebene hinuntersteige. Eure Anwesenheit gefällt mir. Jeder Schritt bringt euch mir näher. Die Dämonin ist ganz schön merkwürdig. Zu Fall gebracht. Na bitte. Ihr sterbt. Hey. Ein legendärer. Ich meine, schaut sich da dann diese Wesenheiten hier an. So, und da sind wir schon im Herz der Verdammten. All der Schmerz und das Leid, das ihr aushalten müsst, ist darauf gründen, mich zu sehen. Thank you.
Ich labe mich an ihrer Qual, ihrer Ewigkeit. Die Ketten reißen an ihrem Fleisch. Hört ihre Schreie. Oh, ihr seid so eifrig. Ich denke, ich sollte mich ordentlich vorstellen. Ich bin Sidea, Gebieterin der Lust, Asmodans Gemahlin. Oh, wie belebend. Spielt mit meinen Töchtern. Ich möchte euch nicht ermüden. Ich kann spüren, wie das Blut aus dem Sündenherz strömt. Dafür werdet ihr büßen. So genial, wirklich. Dafür werdet ihr büßen. So, aber wir sind schon wieder unterwegs und findet den Turm der Verfluchten. So nahe. So nahe schon. Echter Volltreffer. Geister leiten mich. Du denkst, du weißt, was Schmerzen sind, Nephalem? Was Leid ist? Meine Konkubine wird dir schon bald die wahre Bedeutung zeigen. Gott sei Dank hat er sie kurz gehalten. Ich hoffe doch, dass ihr euch nicht zu viel vorgenommen habt. Warum muss sie so ekelhaft sein? Halt, geht's da oben? Eieiei, schade. Leider nein. Leider nein.
Hätte nämlich jetzt einen Glott gemacht. Bitte für euch, gleich oben und zack. So, aber jetzt haben wir es. Oh, was ich mit euch anstellen werde. Ihr habt einen interessanten Geschmack. Mein Geist gehört. Ihr habt meine Töchter kennengelernt. Um für meine Freiheit zu bezahlen, bleibt mir nichts als mein Fleisch und Blut. Kommt, die Gebieterin der Lust lauert auf uns. Sidea, die Gebieterin der Lust, hat uns mit ihren verdammten Versprechen genommen. Ich werde nie vergessen, was sie mich tun ließ. Aber jetzt sind wir da. Das ist ja da wirklich im Sauseschritt sind wir da unterwegs. So, wo ist? Das hier habe ich mich gefreut. Komm schon, das könnt ihr doch besser. Ihr Nein! So, und da sind wir schon unterwegs zum Asmodan. Der wird natürlich jetzt dann total stinkig sein, wenn wir seine geliebte Sidea hier gedeiht Asmodans Übel und setzt sich fest. Befreit haben. Geister leiten mich. Euer Untergang ist versiegelt. Die lange Stufe zum Asmodan. Wenn der Seelenstein in meinem Fleisch eingebettet ist, dann werden die Sieben in mir vereinigt sein. Ich werde die Summe aller Höllen sein. Das oberste Übel. Fertig? Noch nicht bereit. Oh Mann, und wir sind mitten im Kotzestrahl gestanden.
Wir haben es geschafft. Schnell, Lea. Fang Asmodans Essenz im Seelenstein ein. Es ist vollbracht. Ich habe es niemals zu träumen gewagt. Alles Böse in diesem Stein gefangen. Sobald er zerstört ist, wird der ewige Konflikt endlich ein Ende finden. Diesen Stein zu zerstören ist keine einfache Angelegenheit. Rituale müssen beachtet werden. Wir müssen zur Festung zurückkehren und die letzten Vorbereitungen treffen. Der würde ja sagen, vorher essen wir noch was. Und dann schauen wir weiter. So, kehrt in die Zitadelle der Bastion zurück. Das machen wir natürlich. Zurückkehren. Ja, bitte, ich muss zurückkehren. So, Wahnsinn mit dem. So, meine lieben Freunde, es ist mal wieder Part Ende. Ich sag danke fürs Zusehen und tschüss!